Robert Learning 2.0 MOOC in 2015 haben rund 2000 Corporate Learning Professionals sich intensiv ausgetauscht. Und das hat uns Mut gemacht, jetzt nochmal so einen großen Lernevent aufzusetzen, den Corporate Learning 2025 MOOCathon. Wir wollen die Weiterbildungsabteilung im digitalen Zeitalter konzipieren. Ja, wir wollen den Kurs wieder als Massive Open Online Kurs organisieren, also für die, die mit dem Begriff noch nicht so vertraut sind, ein offener Online-Kurs. Wir wollen auch kein Curriculum vermitteln, also keine Inhalte, die wir vorbereiten und dann einfach ins Netz stellen und die wir gemeinsam konsumieren, sondern wir wollen eigentlich mit allen Teilnehmern an der Lösung arbeiten, also an dem Bild von Learning and Development in the Digital Age. Der MOOC-Teil endet am 21. Juli, dann ist erstmal Sommerpause, aber man kann auch arbeiten. Das heißt, wir fordern alle im MOOC auf, ihre Ergebnisse zusammenzufassen und dann als Input zu nehmen für den Hackathon, der Anfang September stattfindet. Hackathon kennt man aus dem Softwareentwicklungsbereich. Softwareentwickler schließen sich für 48 Stunden irgendwo ein und liefern ein fertig benutzbares Softwareprodukt ab. Und das wollen wir eigentlich mit einem Konzept machen, ein Konzept für Corporate Learning 2025, das wir dann innerhalb von 48 Stunden gemeinsam erstellen wollen und unter einer offenen Creative Commons Lizenz bereitstellen wollen. Persönliche Netzwerke sind ein wichtiges Instrument, um das eigene Wissen aktuell zu halten. Mit dem MOOCathon bieten wir Ihnen jede Gelegenheit, Ihr persönliches Netzwerk zu erweitern. Wir bieten Erfahrungsaustausch und vor allen Dingen, wir bieten Learning by Doing. Der MOOCathon richtet sich an alle, die sich mit Arbeiten, Wissen und Lernen in Unternehmen im digitalen Zeitalter beschäftigen, zum Beispiel Führungskräfte, Corporate Learning Professionals oder Personalentwickler, und die in dieser Community gemeinsam neue Lösungen für den Bildungsbereich in der Zukunft entwickeln möchten. Wovon ist es? Es sind 8 Unternehmen, es sind 8 Wochen. Wenn man intensiv dabei ist, schätzen wir den Aufwand auf 4 Stunden pro Woche ungefähr. Jetzt wird nicht jeder jede Woche gleich intensiv mitarbeiten. Manchmal wird man kiebitzen und nur mal kurz reinschauen. Manchmal wird man sich konkret damit befassen und manchmal wird man irgendwas dazwischen tun.